Und also können wir auch ein bisschen Fahrrad fahren, meine Freundin und ich. Ich würde sagen, fast das ist eine gute Idee. Aber erstmal meine Mutter überzeugen. Okay. Ja, und ich versuche mal mit meiner Freundin dann zukünftig mehr Fahrrad zu fahren. Eigentlich ist sie meine Verlobte, aber warum sage ich mal meine Freundin? Also es ist eigentlich eine Gewohnheit, dass ich immer noch meine Freundin sage. Aber eigentlich sind wir verlobt schon seit längerer Zeit. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich nochmal meine Freundin sage. Ich sage auch zu meinen Kumpels auch immer noch meine Freundin, anstatt einfach ihren Namen zu sagen. Ja, das ist halt, denke mal, für mich muss ich mir auch gewöhnen, dass es halt nicht nur meine Freundin ist, sondern auch Anna. Quasi. Wenn sie halt es ganz an ganz komisch sagt, das Wort. Ah ja, und ich kann. Wenn ihr so, ich brauche brasilianische Namen, kann ich mal ein bisschen mal Funfacts sagen. War. Manche Familien, also manche Kinder, beziehungsweise Erwachsene oder je nachdem, Personen von Brasilien haben manchmal mehrere Nachnamen. Das also die haben zum Beispiel zwei Nachnamen, ist zum Beispiel safe dabei. Aber die meine Freundin sagt es extra. Wenn ihr möchtet, können sie halt in Deutschland ist es erlaubt, dass sie halt ihren brasilianischen Namen, denke ich, ihre Kultur weiter fortsetzen kann hier. Das ist erlaubt hier in Deutschland. Aber sagst du, nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht den Nachnamen von meinem Vater haben. Viele Freunde meinen zu mir, ich soll ihren Nachnamen einnehmen, weil der klingt viel cooler als mein Nachnamen. Allein gesagt, so nee, belegt, also dieser selber entscheiden dafür. Und die wird auch das komplett in, sag mal, im Deutschen verändert werden soll, nur mein Nachnamen, ohne halt von den Familiennamen von den anderen. Und bei den Familiennamen von den Familien ist nämlich so, du bekommst deinen Geburtsnamen und dann den Namen, wenn du geboren bist. Beziehungsweise den Namen vom Vater. Das ist meistens ja so bei denen. Und dazu können, sag ich mal, auch die von den Nachnamen von der Mutter noch bekommen dazu. Also heißt es, dass sie den Nachnamen von der Mutter und den Vater hat. Und wenn man halt nur ganz krank ist, so wollen wir manchmal von den Großeltern. Weil die Großeltern sagen, wir wollen auch unser Kuchen erinnern. Kann sein, dass sie manchmal bis zu vier Nachnamen hat in der Geburt und dann noch am Ende noch mal den Ehemann, wenn die heiratet, dann die Person. Also das sind insgesamt fünf Nachnamen am Ende. Ey, ich dachte ich mir, ich will Zeit, so viele Nachnamen kann man doch nicht schreiben. Ja, aber so ist halt deren Welt, also ganz normal. Und ich akzeptiere einfach mal. Ich finde das System komisch,
nicht sehr sinnvoll, aber es ist halt ihre Sache. Also ich freue mich dann, sie weg. Ihr wisst ja nicht, wie sehr mich freuen, wenn die hier ist dann. Wir haben dann quasi ein Jahr lang nicht, also jetzt aktuell sind fast 2 Jahre, wir uns nicht mehr sehen. Also persönlich vor Augen. Vielleicht war sie auch stolz, wenn wir einen Tag lang mir sehr viel zuspammt auf einmal. Mit Nachrichten. Der Hintergrund war dazu, weil sie halt momentan aktuell sehr viel Deutsch konnte. Und dann hat sie auch viel reden konnte auf einmal. Habe ich halt sehr oft gewartet, bis sie fertig ist mit Schreiben. Und ja. Da hat sie jetzt mal von, warum antwortest du nicht und so etc. pp. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie auf einmal so gut Deutsch kann. Weil die haben damals sehr viele Lehrer ausprobieren müssen. Wer gut ist und wer schlecht ist. Leider kamen sehr viele, sag mal, sehr. Nee, also, wir haben halt eine Person gehabt. Sie hat nur mit Büchern gearbeitet, nicht richtig kontrolliert, Handy geschrieben und keine richtige Aufmerksamkeit dir gegeben. Über. Und, okay, dann wechsel doch einfach. Ja, waren aber, hat man gemerkt, nach quasi einem halben Jahr, die ist einfach nicht gut, die lernt halt zu langsam hier. Und hat sie auch keine Freude in den Lernen gehabt. Dann haben wir halt immer eine wechselt. Und ja, und die war wirklich besser. Und die hat sie sehr viel gelernt. Die sind mal nach Deutschland gezogen mit ihrem quasi Freund. Glaube ich, wartet. Und ja, und das war halt normal, also sie sind dann hergezogen nach Deutschland und hat dann mit ihren Freunden zusammengelebt und danach wissen wir nichts mehr von ihr. Weil wir dann den Lehrer wechselt haben. Weil er die Preise erhöht hat. Also da dachten wir, das kann ich nicht zahlen. Das kann ich nicht. Das ist viel zu viel schon. Also, ich muss vorstellen, die verdient durch eine Stunde mehr als ich. Also dadurch denke ich mir, warum. Das bringt mir persönlich gar nichts. Und na ja, krieg ich erklärt so, nee, das geht nicht. Zu teuer. Nein, ey, wo muss er einfach. Oh, der Retarder, ey. Scheiß Fisch, ey. Das ist die. Ich glaube, die fast in der schlimmsten Stellen dort. Bei dem Chaos hier dort. Ja, wie gesagt, dann wird ausgetestet mit mehreren Lehrern. Und sie war halt gut, aber irgendwann hat sie, sag mal, so Desinteresse gezeigt. Die wollte halt mehr Geld haben, aber Desinteresse. Und das ist halt nicht unbedingt vernünftig, so eine Aktion. Und du willst halt unbedingt Geld haben, muss auch für alle, sag mal, so sein. Aber wenn man halt mehrere Tage so ist, ist es halt immer komisch daran, dann kann sie halt nicht gut besser lernen. Na, wie sagst du? Na gut, wechseln wir halt neuen. Bleib mal am Anfang noch bei dir und
Bis wir immer besser gefunden haben. Dann haben wir mit Neuron gequatscht so und haben wir jemand anderen gefunden. Und ja, wir haben eine Pose gefunden. Die war anfangs gut, aber man merkt so, also wohl merkt meine Freundin, dass sie alles copy und paste, alles kopiert und eingefügt in eine PowerPoint-Präsentation und hat dann selber gesagt, ja, das hab ich gemacht. Von mir selber. Was nicht stimmt. Weil er von einem anderen Lehrer alles geklaut hat. Die ganzen Aufgaben. Also hat sie nicht alles selber gemacht. Die hat vielleicht die PowerPoint-Präsentation gemacht. Aber nicht, aber nicht ganzen Dokumente. Na, ich gesagt zu ihr. Was sie gesagt, bekommt sie denn Ärger, wenn sie hier weitermacht? Denke, nein, bekommst du ja nicht. Du bekommst ja nicht Ärger, wenn du ein Schüler bist. Vielleicht bekommst du Ärger, weil du halt nichts sagst. Wenn du dir aufgefallen ist. Dann hat sie gesagt, okay. Na, wie gesagt, du kannst gerne am Ende auch sie, sag mal, reporten dafür. Weil unfair ist, ja. Jemand anderer macht sich die Arbeit dafür. Und er bekommt das Geld. Also die Person kritisiert. Ich meine, anteilmäßig Geld. Sondern die bekommt einfach 100% von der Person, die dafür zahlt. Sie macht dafür gar nichts. Und da ist auch dazu noch gewesen, sehr oft hat sie, sag mal, einfach mal die Unterricht abgesagt, letzte Zeit, nach einem Monat. Anfang war ganz gut gewesen, hat die mal kontrolliert, alles Mögliche. Und dann, nach einem Monat, war er so, vielleicht Disinteresse war das, ja. Zu sehen. Ja, ich hab zu arbeiten, ich hab zu tun. Leider kann ich leider nicht das so oft machen. Ich muss das machen, Familienprobleme. Die hat dann jeden Problem rausgeholt, was geben kann, ja. Aber so viel Ausreden kann man nicht stellen, also viel machen. Und dann wird sie auch weiterhin Geld dafür haben. Pünktliche Zeit, ja, jetzt mal, ja. Meine Freundin hat dann immer geschrieben, wie viele Stunden wir im Rückstand sind, ja. Das waren mehr als 7 Stunden. Wo ich denke, es geht nicht. Die kann nicht von mir Geld verlangen, wenn ihr halt den Server nicht dafür macht, was die bezahlt wird. Deswegen habe ich gesagt, so, wir ändern das jetzt. Wir suchen eine andere jetzt wieder. Weil es keinen Sinn macht, das zu machen wieder. Und dann haben wir mal gewechselt. Und jetzt ist also viele, also das war das Beste von der einen Person. Wo die hatte gesagt so, ja, ich kann C1, hat sie letztes Mal Zertifikate gemacht. Okay, kontrollieren wir mal nach, ob wir wirklich das kann oder ist das einfach eine Lüge war. Das wird auch sehr oft, musst du auch kontrollieren, ob die wirklich das beherrschen oder einfach nur die Vorgabe gehen. Und weil halt meine Freundin Glück hat mit mir, dass ich halt kontrollieren kann, ob das wirklich ein guter Deutsch-Akzent ist, was sie schreibt, die Person, oder nicht. Bei mir gibt es dann manche speziellen Wörter, die Deutsche ganz gut kennen. Wir duzen. Ist nicht unbedingt eine Sprache braucht, was die Ausländer benutzen eigentlich. Das Wort duzen. Du kannst mich duzen. Okay. Aber sie können mich duzen, wenn sie wollen. Er hat sie natürlich nicht verstanden, die Person. Okay. Was machen wir dann am besten dafür? Duzen halt uns,